Nächste Woche wird Olaf Scholz Recep Erdogan die Hand schütteln müssen. Dem Präsidenten, der mit uns tatsächlich ein Abkommen abgeschlossen hat und 3,5 Millionen Syrer aufgenommen hat, mit der EU, nicht nur mit Deutschland, der auf der anderen Seite aber die Hamas für eine Befreiungsarmee hält und das Existenzrecht Israels anzweifelt. Sind das genau diese Kompromisse, diese unendlichen dreckigen Geschäfte, die wir machen müssen, wenn wir etwas an diesen Zahlen ändern wollen? Ich gehe davon aus, dass Olaf Scholz in den Gesprächen mit Herrn Erdogan wirklich auch Klartext in dieser Hinsicht redet. Das ist absurd, das muss man sagen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Interesse daran, dass wir mit der Türkei im Gespräch bleiben. Auch das ist ja offenkundig. Das ist wie bei vielen anderen internationalen Fragen auch. Wir können uns leider nicht aussuchen, in welchen Fällen, in welchen Ländern wir regiert, sondern da muss man die Dinge so nehmen, wie sie sind.